Und zack, noch. Respektlos, ich hab doch gar nichts gedacht. Gibt's nicht eine Zwang. Oh, er hat dich verwechselt. Glaube ich auch. Hallo. Jeden. Hast du ein Auto hier? Una bringt gerade Shelby eben zum Flughafen. Der will da hinten ein Auto kaufen. Okay. Aber, irgendwie funktioniert mein Funk gerade nicht. Gamus steht da auch. Der ist noch im Sprechen da. Ja, ich habe gerade ein Problem mit meinem Funkgerät. Mhm. Mach mal eine Zahl weg. Ich habe jetzt nur noch eine 5. Okay. Muss er aufklicken mit dem Mauszeiger und ja. Dann wegmachen und wieder neu. Bei mir bleibt einfach nur eine 5 stecken. Ich krieg die 5 nicht weg. Ah, oh, jetzt. Nee. Da musst du noch einmal kurz Power machen. Ich muss eh in die Hut und mich in die Küche stellen. Okay. Ich habe leider jetzt hier kein Auto bei. Der kleine Wichser, Alter. Ja, und wir sitzen da dabei. Nee, gar keiner, deswegen warten wir gerade. Wow. Aber das müssen wir auch noch mitnehmen. Einer hat mehr Viersitzer, oder? Hm. Stand. Junge, kannst du mal kurz durchpumpen, dass ich nicht in den Funk komme? Was? Mimi. Ja? Kannst du kurz durchfunken, dass ich nicht in den Funk reinkomme? Gerade aktuell? Emmy, ne? Nee, AJ. Du musst einfach irgendwelche Zahlen... Probier aus dem anderen Funk AJ reinzugehen und dann wieder in den normalen Funk reinzugehen. Genau. Sagen wir 187 oder irgendeinen Scheiß, weißt du, und danach nochmal einen anderen Funk. Genau, geh in irgendeinen anderen und drück dir irgendwelche Zahlen. Aber mit bestätigen. Das würde funktionieren. Und dann gehst du halt wieder zu ganz normalen unseren Funk mit bestätigen. Funkcheck. Jo. Geht doch. Geht doch. Siehst du mal. Check. Immerhin wurde mir die Zeit erstattet. Schon mal was Gutes. Wo ist Ramos? Der quatscht schon mal mit Diego. LSCS ist doch nicht weit. Ich lauf da mal hin. Bis gleich. Ist überhaupt einer da?
Ja, die sind doch eben gefahren hier. Okay. Soll ich euch kurz mein Auto geben? Nö, ich laufe darüber, das ist ja nicht weit. Dann macht das. Na, bis gleich. Auch mal hin. Bis gleich. Viel Spaß euch. Oh, da fahren wir es. Jo. Schatz, ich laufe zum LSC. Nein, ich bin doch gleich da. Ja, ich bin doch schon fast auf dem... Hälfte habe ich schon. Na gut, dann behältst du wenigstens deinen knackigen Arsch. Dankeschön. Ich kann das auch netter sagen, dass ich so fett bin. Garnet, komm mal ganz kurz, bitte. Sobald du kannst. Oder irgendeiner, der da drüben höher dann steht. Macht dieser lila Langhaar da immer noch Stress? Ne, der kam, hat mir aufs Maul gehauen und sagt, das für die Respektlosigkeit und ist wieder gefahren mit seinem scheiß Lolo. Okay, feige Fotze. Tommy, ich habe eben überhaupt nichts gesagt. Ramos hat den eben angequatscht und ich glaube, einer von den anderen, von den Kopf oder so, hat den angesprochen. Ja, ich bin ihm gegen seine Autotür gefahren vorhin. Kurz Arschlattern bekommen. Warum? Sorry. Au. Geht's dir gut? Ja. Okay. Da hattest du kurz Arsch. So, dann treffen wir uns mal in der Hut gerne mal alle zusammen, dann gucken wir mal, was wir machen mit der Lilina Fotze. Ich sollte essen. Ja, du kannst ja essen. Ja. Namen habe ich auch, der heißt Jack Bosel. Jack was? Jack Bosel oder so. War mal ein Bosel! Jack Bosel. Bosel, richtig. Der ist das gewesen, der Dickstab. Der ist ein ehemaliger von Schwarz und der hat auch noch Kontakt zu Schwarz, also groß. Ist doch scheißegal, ob man Kontakt hat zu Schwarz hat. Ja, ich sag nur ein bisschen Bord spalten lassen. Diego hat mir meine Zeit zurückgestattet. Ja, immerhin. Diego hat gerade kurz Arschlattern bekommen, wegen der DAB, die ich geschrieben habe. Was hat er bekommen? Dienstaufsichtsbeschwerde, aber kommt mal in die Hut und erklär es euch. Da bin ich ja mal gespannt. Ich hab mich selber gefragt. Respekt kann sie. Meine, sonst hätte ich sie damals nicht zu meiner Tochter gemacht. Aber den Großseed-Respekt muss sie sich erarbeiten. Mhm. Wenn sie in die Adoptionsschiene will, muss sie das mit dir ausmachen. Hola, hola. Hi. Hi. Wie geht's? Du, entspannt. Ja. Bisschen mit dem PD vorhin rumgeforzt, aber ansonsten entspannt. Was war denn los, wenn ich falle? Oh, 1080. Okay. Was gar nicht gut ist, dass ich müde werde. Das ist nicht gut. Nee, ganz und gar nicht, ne? Von der aktuellen Situation. Mhm. Direkt mal die Langwaffe rausholen. Aber muss ich durch. Machst du nix, ha? Also heißt es Schwanz steif lassen und mit Gesicht nach oben laufen und durch die Scheiße durch. Aber immerhin, guck mal, wenn ich zurückkomme, morgen AJ beispielsweise du, dann ne, kannst du wach machen. Nicht wach machen. Nochmal langsam, bitte, was? Oh Gott. Hast du nicht verstanden, was er wollte? Ja. Sie kennt mich. Ich kann ihn zu gut. Dann sag mir mal kurz, was er wollte. Okay, jetzt bin ich gespannt. Er wollte eigentlich, dass du ihm dann was machst mit. Ja, wenn ich nach Hause komme, kannst du mich noch machen.
Genau, mit wenn du dann deinem wach bist. Körper. Sozusagen. Kann ich dann nächste Woche. Was? Oh. Komm hier. Flutschwinger. Hab ich nass gemacht. Super. Noch an deinen Bauchnabelkissing rumspielen. Super. Oh, was ist mit dir? Bist du schlecht gelaunt? Nee. Kannst du furzquersitzen? Oh, du hast ein Furzquersitzen. Ja, und? Problem damit? Ja, nee. Ich hab mal leicht. Was ganz anderes quersitzen. Das kann ich nur jetzt hier nicht rausholen. Dann habe ich gleich APD am Arsch. Und dafür fehlt mir die Zeit. Das verstehe ich. Naja, dafür komme ich nicht in die Wechseljahre. Oh, zwei. Dafür haben wir keinen Stimmbruch. Dafür habe ich kein Problem damit, in die Wechseljahre zu kommen, zu schwitzen und mich elendig zu fühlen. Ich glaube, ich sollte gleich laufen gehen, wenn es weiterläuft. Du liebst mich. Natürlich. Siehst du? Das mein kleines Toast. Ah? Ja, was wolltest du gerade sagen? Mein kleines, ja? Ich hab doch Termine. Zack. Oh nein. Viel Spaß. Pendejo. Ich bin gar nicht da. Manu. Er ist nicht da, also. Er ist so grün, man sieht ihn nicht. Ich sitze vor dir. Ich weiß. Ob du doof bist. Nö. Das war eine hypothetische Frage. Hast du nicht verstanden? Okay, es tut mir leid. Es tut mir leid, alles gut. Okay. Ha? Du willst Tipp ins Gesicht drücken oder was hast du jetzt gerade vor? Aha. Mein Gott, sind die Bänke heute wieder schwammig, ja? Und so nass geworden? Ja, ein bisschen. Quitsch, quitsch. Warte, die jetzt alle pennen sind. Mogel pennen, Shelby pennen. Ja, nur ganz kurz. Ja, aber guck mal, wenn die wieder kommen, bin ich weg. Ja. Immerhin können sich dann die Lila vorzukrallen. Au. Na jetzt. Okay. Nicht mal Hallo sagen. Ja, muss man eher mal. Unglaublich. Menschen haben heutzutage einfach keinen Respekt mehr. Und Anstand. Ist richtig. Ja, Prinzessin wird wohl nichts mit Tarek-Adoption, wa? Den hat's wohl weg, den hat's weggescheppert. Ein Monat. Ich war mal zu CS mit den T-Wechsel. Also reden wir von gleich. Kari Krei? Ah, nein. Okay. Da hatten wir Interesse, oder zumindest kam das Interesse vorrangig erstmal von AJ. Dann habe ich da zugestimmt. Könnte man sich überlegen. Damit hat sie jetzt erledigt. Was zu trinken hat. Meinte den anderen Tarek? Nee. Wollte ich gerade sagen. Hey, was stimmt doch mit dir nicht? Family hast du nicht. Boah, die geben mir gerade im Funk ein bisschen auf den Sack. Ach. Ich melde mich kurzzeitig aus dem Funk ab. Check. Boah. Check. Nee, ich meine Cray. Kann ich nicht. Boah, er hat gesagt, dass er keine Familie hat, die Stars. Und dann wurde AJ halt aufgeklärt, dass Adoptionen halt auf der Insel möglich sind. Und dann stand halt ein aus ihr vorangehendes Interesse. Und das habe ich halt erwidert an sich schon. Und ja, dann, lief halt nicht. Weil goldenes Ticket. Aus der Reise. Und tschüss. Hab mir in 3 months.
Beide gleichzeitig ist ganz, ganz, ganz schwierig. Da kriege ich Kopfnippel. Also, was immer gesagt habe ich verstanden. Was du gesagt hast, AJ, nicht. See you in 3 months. Ach so. Ach, du findest schon eine neue Person. Hm. Wie so beim Hund, so du findest schon einen neuen. Such dir einen aus. Ja, pat. So. Aber Kinder sind doch so wie Hunde. Mal ganz im Ernst. Ja, manchmal Männer schon. Sind wie Hunde. Fick dich. Nee, dich. Du mich ficken? Ja. Glaube ich eher weniger. Hm. Und welche Armee? Ich und meine Titten. Ja, aber du kannst mich doch mit den Titten nicht ficken. Ja, komm mal. Ja, Marina. Mit ja, deinen Titten in deinen Arsch stecken. Und meinen Arsch stecken, wie soll das funktionieren? Weil ich so eine kleine Runde gedreht habe. Das ist ganz komisch. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz was einkaufen. Und was? Oh, das Drapon! Vielleicht noch ein privaten Brause, hm? Der Burrito ist offen. Was? Brause? Ramos? Eine Sekunde. Der OG wird bald gefickt werden. AJ, möchtest Drapon kaufen? Braucht ihr noch einen Bissenmacher? Ein Wassmacher? Ein Bissenmacher. AJ soll sich mal eine Einweisung bei Mimi holen, die hat Erfahrung mit solchen Sachen. Fick dich! Danke, Gunnar! Fick dich, Gunnar! No! Mein Arsch bleibt Jungfrau! Ramos, das wird dir gefallen, glaub mir. Woher willst du wissen, ob mir das gefallen wird? Ach, ich habe am Anfang auch gedacht, das ist nichts für mich, aber wenn man es mal ausprobiert, sagt gar nichts so schlecht. Ei! Pendejo! Also mach mal AJ. Aber tu es! AJ, tu es! Was redest du da? Keine Ahnung. Was redest du da? Nee, was wollte ich gesagt haben? Buchsenmacher, theoretisch schon, ja? Okay, weil ich hab immer noch, I guess, alle Rezepte. Wir haben eine Person, die jetzt auch gerade umlernt, wieder auf Buchsenmacher. Ich habe bis jetzt immer noch alle, die so für TVs zugänglich sind. Das andere habe ich noch keine Ahnung. Biomagic. Mal wieder. Ja, alles gut. Hm. So, ich muss mich jetzt auf den Weg begeben. Ja, AJ, willst du mit in die Hut fahren? Bleibst du hier? Leiste immer Gesellschaft. Ich komm dann schon irgendwie runter. Wo? Durchfunken? Ja. Ich lieb dich über alles, pass auf dich auf. Mach keinen Scheiß ohne mich. Danke, werde ich haben. Wir schreiben über. Ja. Wir schreiben. Ich schreibe. Emma, pass auf dich auf, man hört voneinander. Ja, sicher. Adios. Noch schönen Abend. Ciao, ciao. Hey. So. Und jetzt? Keine Ahnung, ich war am Angeln. Meine Angel liegt zu Hause. Ich habe noch eine dabei, falls du willst. Und sich das? Weiß es nicht. Ich bin als Zweitberuf Fischer. Ich habe noch gar keinen Beruf. Was? Ja, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Was interessiert dich denn am meisten? Ich meine, Koch kann schön lustig sein, aber auch ganz schön aufwendig, vor allem wenn dann Leute kommen mit dem ganzen Pounder voll Fisch. Und dann stehst du so für gefüllte 1,5 Stunden unten und verarbeitest Fisch. Ich frage Ramos, was ich machen sollte. Okay. Das wäre, glaube ich, am besten. Ja gut, ich habe einfach gefragt, weil sonst hätte ich wahrscheinlich wieder Koch genommen. Aber wenn ihr eh Büchsenmacher braucht, dann kann ich euch helfen. Ramos hat ja gesagt, wir reden die gleiche Sprache. Yeah. Von wo? Von dort, wo du herkommst. Ja, schon klar, blöd bin ich nicht. Momentane Wohnort, wie los.
Führe los. So, ich melde mich dann für heute erstmal ab. Man hört sich morgen alles zusammen. Passt auf euch auf, macht keinen Scheiß und lasst mir die Street heile. Bis morgen. Gute Nacht, Ramos, machen wir. Gute Nacht, Ramos. Ja. Hoffe, ich krieg's, das ist doch, ich würde los. Hat die denn echt vor, Breiti? Yes. Ist es noch Zürich oder ist es Aargau? Sadly. Zürich beste. Ja gut, ich schaffe in Zürich, leider. Ja. Du kannst einfach schon weiter angeln, wenn du willst. Okay. Und wie geht's so? Ja. Gut. Wie gefällt's dir bis jetzt da? Ja, schon recht. Seit wie lange bist du da? Warte, ich zeig dir den Ausweis, dann siehst du es, glaubst du, oder? Mhm. Ja. 18, das jetzt, glaubst du, oder? Mhm. 18, 18. Also recht frisch. Mhm. Oh, Tim. 12.09. Alles. Check. 12 Tage nach dem Geburtstag. Oh, was? Kurze Frage, also, wann ist denn gerade Geburtstag? Oh. Ich glaube, von der Buchstabe. Wie bitte? So viel wie ich das weiß, sucht Gunnar den. Alleine? Ich würde sonst noch gleich helfen kommen. Fahren wir jetzt mit Helfer, oder? Ich habe nicht. Ich fahre momentan einfach ein bisschen durch die Stadt und guck mal, wo der Vogel sich aufhält. Also, wenn ihr den Vogel findet, ich bräuchte dann irgendwann eine Abholung, zum dass ich euch helfen kann. Ja, ich rüste mich auch kurz aus. Yo, check HO. Möchtest du meine Nummer? Jawohl. Weiß ich immer. Ah, kurz, ich muss das sehr schnell kurz finden. Also immer nein, immer nicht. Genau. Ja, Telefonnummer? 58. 58. 34. 34. 90. 0. Wo sind die anderen beiden? 51. Ich komm gleich in die Hut. Je. Jetzt soll ich gerade das SMS holen. Yes. Also wenn was ist, kannst du jederzeit anrufen, falls eben Büchse nachher braucht. Ja. Wie eigentlich immer am Abend da. Ist gut. Hat jemand Lust, mich beim Angelteich abzuholen? Entschuldigung. Unterwegs. Gehst du? Ja, ich hol dich. Thanks. So. Du hörst mich? Yes. Gut. Nur will, ja. Ich bin immer noch nicht wach. Bitte was? Ich bin immer noch nicht wach. Ja, ich weiß. Und guck mich an. Sehr mal auf schon. Ich bin Date. Hast du nicht aus dem Bett rauswerfen? Man hört dich nicht.
Nein. Wie bitte? Vielleicht melde ich mich jetzt einfach noch mal bei dir, sonst irgendwann. Ja, kannst du gerne machen. Wie lange bist du da? Ich würde sagen, ich bin noch mal eine Stunde und bin gerade mal langsam ins Bett. Punkt einmal wieder. Dann wird ein harter Tag für mich und dann bin ich morgen Abend recht früh wieder da. So wie die 5, 4, 5, 6. Es war an Mimi gerichtet, aber sie ist wohl stumm. Aber ich kann dir ja schreiben, wenn ich so ins Bett gehe. Ja, schreib einfach, dann weiß ich's. Yes. Ah, ich glaube, ihr Kaffee ist abgekackt. Punkt einfach kurz durch, wenn die Person, die mich holt, da ist. Danke. Ja, ich bin in 2 Minuten da. Top. Ich bin gleich in der Grove. Ich hab glaub's. Wenn ich daheim wäre, hätte ich glaube ich etwa eine halbe. Nein, ich habe 44 Minuten auf wieder los. Mit dem Zug? Mit dem Auto. Oh. Okay, it's a trip. Ich bin da. Komme. Also, tschu tschu. Tschüss. Wo genau, bei der Garage? Ja, ich renne gerade. Shelby! Ein Wunderstand. Emma ist da. Was? Emma ist beim Angelteich. Das Problem kümmere ich mich später. Die wartet, dass du wach bist. Echt jetzt? Ja! Tut mir leid, aber sie hat mich gestern schon beschissen. Und wegen sie war nicht mit Jamie zusammen. Ja. Ich hab gesagt, ja, ich weiß nicht, wann er aufsteht. Und die so, kannst du dich aus dem Bett werfen? Ich so, nee. Das ist ein Revolter. Ja, hat gekauft. Oh, ich schwöre, dafür wird er bluten. Was hat er denn getan? Das geht in fucking Hinrichtung. Ich weiß nicht mal, was er getan hat. Er hat von Miguel angegriffen. Ich war vorhin ganz kurz mit ihm im Knast. Aber ich weiß, warum er mich nicht angegriffen hat dann. Ja, erzähl weiter. Jo. Inspektion mal auf Haus. Ach, ich war. Jetzt sind wir bei. Wären wir jetzt bei $500 tatsächlich. Ja. Bitte schön. Ah, oh, das sind aber genug Kästen für mein Leben lang, ey. Ich muss ja auf deine Gesundheit gucken. Ne? Ja, ich muss mich mal wieder überhopfen hier. Ich habe eindeutig. Ah. Nice. Und. Wieder weiter Kundschaft. Jo. Ihr wolltet alle, dass ich arbeite, ne? Du musst. Wollen ich alle, muss. Dass du arbeitest. Wenn sonst schon keiner hier ist, dann musst du arbeiten. Nicht du darfst nicht zu trinken. Du bist im Dienst. Ehrlich, ja. Ja, muss ja keiner wissen, dass ich was. Also, ich meine, ich, nein. Kobi, ich klar. Muss vielleicht kurz einmal mit dir sprechen. Ja, können wir gerne machen. Gut, viel Spaß, ich bin aber weg. Alles klar, mach's gut. Schönen Abend, Mike. Ne? Hau rein. Ciao. Auf Wiedersehen, Mike. Erstmal, was geht. Was geht? Nicht viel arbeiten und nüchtern sein. Kobi? Ja, bitte. Vorhin ist etwas passiert, was mich ziemlich aufregt. Und das hat mit Jack zu tun. Hast du ihn zufälligerweise gesehen? Welchen Jack? Ich kenne mehrere. Den Lilanen. Basel. Den habe ich das letzte Mal gesehen, als ihr oben
dieses Yellowjack, sage ich schon. Doch, Yellowjack ist ja richtig. Yellowjack, richtig. Da habe ich ihn das letztes Mal gesehen, ja. Okay, alles klar. Meinst du, da ist er öfters? Weiß ich nicht. Ich weiß, dass er da noch besoffen weggefahren ist. Hallo. Also, hi, Aria. Dass er da besoffen weggefahren ist, sonst habe ich keine Ahnung. War den ganzen Tag in der Werkstatt. Okay, das ist gut. Trotzdem, danke, Kobi, aber das Gespräch bleibt natürlich unter uns. Hab ja nichts gesagt, also gerne. Ja, aber nee, generell auch das gefragt wurde. Ja, ja, alles gut. Dann sehen wir uns bestimmt nochmal später. Kein Problem, jo. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwas abschleppen muss. Ey. Ich hab's heute im Rücken. Also von mir ganz sicher nichts. Schauen wir mal, ne? Alles klar. Alles klar, Kobi. Jo. Schönen Abend, adieu. Danke. Ciao. Tschüssi. Ich sitze vorne. Hi. Hi, einmal eine Reparatur, bitte. Hallo, Reparatur, Marie. Was für eine Schnecke. Bowler. Ist auch eine. Nee, das ist eine Bowler, glaube ich. Das ist ein Bowler. Okay. Bin ich gar nicht. Ich auch nicht. Hab auch kein Interesse dran. Ich auch nicht. Ich frag nur pro forma, weißt du. Fragst du einen Freund? Wo ist sie denn? Weiß ich nicht, war mal. Mimi, wo bist du? Gleich beim Maskenladen. Die geht in eine Maske. Okay, wir kommen da runter. Die muss sich noch eine Maske holen. Die hat ja kein Bandana mehr und nichts mehr, ne? Ja.